Heute darf ich zu Gast bei mir begrüßen Peter Fraueneder, Sportchef der Kronenzeitung. Servus Kimberly, hallo, grüß Gott. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du, wir haben ja eine spannende Woche hinter uns, gerade für unsere Slalomstars war es sehr erfolgreich. Was sagst du zur vergangenen Woche? Ja, freut mich sehr, hat mich wirklich wahnsinnig gefreut, kann ich sogar sagen, weil wir hatten zu Saisonbeginn ein paar Misserfolge. Wir haben geglaubt, die Burschen kommen in dieser Saison nicht zurecht ins Fahren. Jetzt ausgerechnet vor den ganz großen Höhepunkten im Jänner, sprich vor Kitzbühel und Schladming, sind sie voll da. Wie gesagt, man hat schon gewusst, dass sie teilweise unter Wert geschlagen wurden. Trifft auch auf den Manuel Feller zu, der immer wieder Fehler gemacht hat, der immer wieder ein bisschen zu viel riskiert hat, darum dann ausgefallen ist oder nicht ganz vorne war, war auch im zweiten Flachauslalom wieder so der Fall. Aber er hat bewiesen mit seinem Premierensieg, dass er einfach, wenn das halbwegs passt, zu den schnellsten Slalomläufern der Welt zählt, wenn er nicht im Moment sogar vom Schwung her überhaupt der schnellste ist. Ja, haben die Trainer schon viele, viele Jahre gesagt, die konnten ihn auch nicht einbremsen. Er riskiert halt gerne, er ist ein wilder Hund, er ist auch abseits der Piste, ein wilder Hund, hat schon für einige Aufregungen gesorgt mit Rap-Videos und so weiter, was nicht immer gut ankam, was auch nicht immer gescheit war. Aber ansonsten echt ein krasser Bursch. Vergönne ich ihm vom ganzen Herzen diesen Erfolg. Du hast die Überleitung perfekt gefunden. Manuel Feller hat seinen ersten Weltcup-Sieg jetzt gefeiert. Ja. Und wir haben mit ihm gesprochen über seine Krönung zum Märchenprinzen, über seinen größten Fan und 10 Flugbuchungen nach Bangkok. Yes! War gestern sicher das Highlight meiner Karriere. Vor allem habe ich gezeigt, dass ich mit Druck sehr gut umgekommen bin, was auch eine schöne Sache war. Auch die Flacher haben einen guten Schmäh drauf. Haben mir da so einen Umhang und eine Krone gebracht. Ich habe mich schon eher wie ein König, wie ein Prinz gefühlt. Aber ja, ich habe dann den Spaß einfach mitgemacht, war eh ganz lustig. Ich verstehe auch einen Spaß. Also wenn ich ein bisschen was austeile, dann kann ich auch einstecken, so ist es nicht. Und ich finde es das cool, dass die Flachauer das auch so mit Humor mitnehmen, weil es war ja keinesfalls eine Kritik an ihre Arbeit oder sonst irgendwie eine Kritik an den Ort. Von dem her finde ich cool, wie sie damit umgegangen sind. Er ist, so wie man das sagen kann, immer beim Mitfiebern oder er schaut sich das an. Ob er jetzt wirklich versteht, was passiert, das glaube ich eher nicht. Aber wenn ich heute heimkomme, dann habe ich schon wieder alles vergessen. Für das ist es einfach ideal. Da gibt er einfach so viel zurück und da ist Skifahren dann Nebensache. Ich habe vor einem Freund von mir einen 30er verpasst vor ein paar Jahren und hab dann gesagt, ja, Burschen, das machen wir ganz einfach so. Sollte jemals ein Weltcuprenner gewinnen, dann spendiere ich 10 Flüge nach Bangkok und wieder zurück. Und also zum 40er vor allem. Und ja, da werde ich jetzt nicht einmal umkommen, aber mache ich auch gern. Die Burschen sind aber voll beim Mitfiebern und schicken mir immer Videos, wie sie abgehen daheim im Wohnzimmer. Ist ganz spannend mit zum Schauen und ist cool, solche Leute hinter dir zu haben. In der Form, in der ich jetzt bin, glaube ich, kann es ein sehr gutes Rennen werden. Es ist sicher eine ganz andere Charakteristik als wir da jetzt. Aber ich werde mein Bestes geben, werde versuchen, noch den einen oder anderen Schritt zu machen bis dahin. Und dann werden wir schauen, was rauskommt. Der Blacky, das ist die Konstanz in Person, der ist einfach unglaublich heuer. Kann man nur gratulieren. Ich werde versuchen, so lange wie möglich mitzufighten oder wieder ein bisschen näher zu kommen. Solange es in der Familie bleibt, passt es. Solange das rote Trikot also in der Familie bleibt, passt es. Die Rede ist natürlich von seinem Teamkollegen Marco Schwarz. Wie er den Fight ums rote Trikot sieht, das hat er uns verraten. Ja, ist schon cool. Also mit dem Manu haben wir jetzt einen guten Fight. Ja, natürlich fahren einige mit darum. Ist richtig cool, wenn wir als Team so zusammenhalten und jeder vergönnt es jeden. Jetzt anstatt Schladming am Programm, freue ich mich brutal. Jetzt ein paar Tage abschalten und dann wieder gut aktivieren für die Heimrennen wieder.
Peter, unsere beiden österreichischen Slalomfahrer haben fantastische Leistungen hingelegt. Aber Hand aufs Herz, wenn du dich entscheiden müsstest, für wen ist das Wochenende besser verlaufen? Naja, schon für Manuel Feller, weil der hat seinen ersten Sieg gefeiert. Der Marco ist ins rote Trikot geschlüpft, hat vorher in Adelboden die Woche davor bekanntlich gewonnen. Ja, wahrscheinlich ist der Marco im Moment der konstanteste und beste Slalomfahrer der Welt. Wird auch dokumentiert durch dieses rote Trikot. Ich muss sagen, wir sind 2015 bei der WM in Beaver Creek nach dem dortigen Slalom, da ist der Marcel Hirscher ausgeschieden und man hat gewusst, die ganze alte Garde, Benny Reich, Mario Matt, Reinfried Herbst, also die, die über so viele Jahre so viel gewonnen haben, stehen vor dem Rücktritt. Und auch ich war sehr skeptisch, wie so viele. Ich hätte nie und nimmer geglaubt, dass wir 2020 ein derartig schlagkräftiges Slalom-Team wieder haben. Wir sind wieder die Slalom-Nation Nummer 1, dank Marco, dank Manuel, auch der Michael Matt, der Bruder von Mario, der wird im Moment ein bisschen unter Wert geschlagen, weil er, soweit ich weiß, Materialprobleme hat. Und man muss schon sagen, einen großen Anteil an dem Ganzen hat der Slalom-Trainer Marco Pfeiffer. Ich weiß nicht, ob du das weißt, der hat einst in Schweden das beste Slalom-Team der Welt aus dem Boden gestampft. Da waren dabei Jens Bügmark, der André Mührer und so weiter und so fort. Die haben damals wirklich alles dominiert. Dann wurde er zum Glück, muss man sagen, nach Österreich zurückgeholt, ist ein Kärntner. Ja, und wie gesagt, binnen kürzester Zeit hat er es geschafft. Aus einem Team, wo eigentlich, außer Marcel natürlich, der mittlerweile auch zurückgetreten ist, anfangs nicht ein echter Topfahrer da war, wieder so eine schlagkräftige Mannschaft zu formen. Und können wir uns nur glücklich schätzen, dass wir so eine Mannschaft haben in Österreich wieder. Wir sind wieder eine Slalom-Nation, jetzt kommt ja Schladming auf uns zu. Traut sich Feller, glaubst du, diesen Steilhang auch als Märchenwiese zu bezeichnen? Nein. Das wird auch nicht als Märchenwiese bezeichnen. Das ist, wie wir wissen, eine der steilsten Stellen im ganzen Slalom-Weltcup. Ich weiß nicht, wie es heuer sein wird. In den letzten Jahren hat man wegen Marcel Hirscher und davor auch wegen Benny Reich und so weiter, hat man die Planei immer total vereist, damit es wirklich pickelhart ist, weil das unseren Läufern so entgegengekommen ist. Speziell den Marcel dann natürlich am Schluss. Der hat dort auch oft gewonnen. Also eine Märchenwiese wird es definitiv nicht. Eher für viele wahrscheinlich von den Ansprüchen, die diese Piste stellt, eine Horrorwiese. Ist ja. Für mich jedes Mal, wenn ich dort runterfahre, bin ich schon ein paar Mal, ich rutsche immer nur runter. Das ist immer ganz schwierig, jetzt, ob du auf der Planei stehst und teilweise natürlich noch schlimmer, manche Abschnitte auf der Kitzbüheler Streif. Kannst du dir eigentlich nicht vorstellen, wie man da in so einem Tempo runterfahren ganz kann. Genau, so ist es. Die machen es doch, ja. Wir zwar werden wahrscheinlich im Flug runterrutschen. Ja, oder so. Wir probieren das einmal im Flug da runter. Genau. Oder rutschen so seitlich. Mehr geht damit mehr geht nicht. Und das ist schon gefährliches seitlich rutschen. Ganz ne? Genau so ist es. Es fühlt sich eher so nach einem Steilhang, genau. Nicht nach einer Märchenwiese an. Du Peter, nach der enttäuschenden Saison letztes Jahr, schafft es einer von den beiden, über die wir gerade gesprochen, glaubst du, wieder eine Kristallkugel zu holen? Wie du angesprochen hast, letztes Jahr hat es, glaube ich, nicht eine einzige gegeben. Also es wäre höchste Zeit, dass wir auch wieder eine Kristallkugel holen. Österreich ist die Skination Nummer 1 und das demonstriert sich auch durch solche Trophäen. Da sind gewisse Siege, in Wahrheit muss man sagen, so schön sie auch sind, letztlich zu wenig. Aber ich bin mir sicher, wir werden heuer entweder im Slalom, vielleicht auch in den Speed-Disziplinen, wo wir überhaupt schon ewig keine mehr gewonnen haben, auch wieder eine Kristallkugel gewinnen. Im Riesentorlauf wird es schwierig, da sind wir ziemlich weit entfernt von dem Ganzen. Bei dem Mann, über den wir jetzt sprechen, haben Kristallkugeln schon fast nach einer Selbstverständlichkeit ausgesehen. Die Rede ist natürlich von Marcel Hirscher. Er war am Samstag im Rahmen des Audi Talks Gesprächspartner bei ÖSV-Moderator Stefan Steinacher. Und wir durften exklusiv hinter den Kulissen des Live Talks dabei sein.
Peter, wie sehr fehlt Marcel Hirscher dem Wintersport? Braucht man überhaupt nicht reden, ein Star seines Formats, der über so viele Jahre so erfolgreich war, so viele Leute begeistert hat. Der fehlt natürlich dem Wintersport. Es hat ja bekanntlich Spekulationen um ein mögliches Comeback gegeben, weil er wieder durch Stoßstangen gefahren ist. Er hat es dann alles dementiert. Schauen wir mal, im Moment sieht es nicht danach aus. Aber natürlich würden sich sehr viele Menschen freuen, wenn es den Marcel Hirscher wieder an einem Start sehen könnten. Mhm. Ich kann mich erinnern, WM-Slalom 2013 in Schladming, du kannst dir nicht vorstellen, was dort los war. 60.000 Menschen alleine an der Piste, der ganze Ort auch noch voll. Und ja, wahrscheinlich war das, muss man sagen, sein allergrößtes Husarenstück, weil dort die Nerven zu bewahren, hat geführt nach dem ersten Lauf, hat erzählt, er, wie er mit dem Lift aufgefahren ist, hat er gedacht, wenn ich jetzt nicht gewinne, bringen mich die alle um. Ja, und hat das dann trotzdem gewonnen. Also das waren schon Momente, da ist einem die Ganselhaut gekommen und kommt er heute noch, wenn du daran denkst. Er hat schon wirklich die Massen so richtig begeistert und somit fehlt so ein Typ auch. Ne? Ein altes Sprichwort sagt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich persönlich finde es beeindruckend, an so einem Punkt in der Karriere aufzuhören. Wie siehst du das? Findest du was gut, richtige Entscheidung? Schau, ich glaube, ein großes Problem von ihm war der Druck, der auf ihn, auf seinen Schultern gelastet ist. Wobei er hat sich selbst auch sehr viel Druck gemacht. Solche erfolgreichen Sportler, die wollen immer gewinnen und können teilweise auch nicht richtig damit umgehen, wenn sie einmal nicht gewinnen. So gesehen hat er recht gehabt, so gesehen war es auch der beste Zeitpunkt zum Aufhören, weil wir wissen, 8. Mal Gesamtweltcup, Weltmeister geworden. Was hätte er noch mehr erreichen können? Eine Sache gibt es noch, meines Erachtens. Er ist zweifacher Olympiasieger. Wir haben nur einen dreifachen Olympiasieger in Österreich, den Toni Seiler. Vielleicht kommt er früher Olympia doch noch einmal zurück, gewinnt nur zweimal und ist vierfacher Olympiasieger. Ja, spannend. Österreich würde ihn auf jeden Fall gerne sehen. Naja, da braucht man nicht reden. Der Bursche ist 31. Viele sind mit 31 erst ins beste Rennfahreralter gekommen. Stefan Eberhardt zum Beispiel hat genau in diesem Alter so richtig angefangen zu gewinnen erst. Ne? Also er hätte schon noch ein paar gute Jahre vor sich, aber Familienvater, Familienmensch, wahrscheinlich genießt er die Zeit mit seiner Frau und seinem Sohn. Schauen wir mal. Ne? Es sei ihm vergönnt, er hat uns sehr viele schöne Momente beschert. Der Ort, über den wir jetzt sprechen, den kennt Marcel Hirscher in jedem Fall sehr gut, Kitzbühel. Ja, und kommendes Wochenende ist es endlich soweit. Es ist fixiert, das Hahnenkamm-Wochenende steht vor der Tür. Und nicht nur wir, sondern auch unsere ÖSV-Asse fiebern dem entgegen. Und das sind ihre Gedanken zu Kitzbühel. Wenn man da auf der Anreise ist und bei der Ortstafel schon Kitzbühel ist das, ja, kriegt man schon ein bisschen eine Ganselhaut. Kitzbühel war schon ein gewaltiger Tag. Es ist natürlich unglaublich. Es war traumhaftes Wetter, es war unvorstellbare Stimmung. Es waren, glaube ich, über 50.000 Leute am Berg. Kann man in Worte nicht beschreiben, wie man sich fühlt, wenn man über die Ziellinie fährt und die Zuschauer jubeln und du als Österreicher da am Podest stehen darfst. Ich freue mich immer auf die Wochen, egal wie das Wetter ist. Es ist einfach eine geile Piste, eine geile Stimmung und einfach ein geiles Rennen. Aber es ist nach wie vor eine sehr coole Abfahrt und ja, das Ziel ist, da ganz oben zu stehen. Kitzbühel ist für mich das härteste, interessanteste und ja, wichtigste Weltcuprennen im Winter. Was ist der Mythos Streif? Warum ist das Hahnenkamm-Wochenende ein so besonderes? Du hast das angesprochen, Mythos Streif. Es gibt keine andere Rennstrecke der Welt, die derart
schwierig ist, die dort gefährlich ist, um die sich so viele Legenden ranken. Wir könnten da jetzt wahrscheinlich 2 bis 3 Stunden über Dinge sprechen, die rund um die Streif und auf der Streif passiert sind. Ich fahre dort, sage ich dir, sehr viele Jahre hin. Ich war auch im Sommer, auch aus meist beruflichen Gründen, wegen Tennisturnier und so weiter, oft in Kitzbühel. Und jedes Mal, wenn ich dort in den Ort reinfahre und auf diese Strecke blicke, kommt mir immer noch die Ganselhaut, die ich schon vorher angesprochen habe. Man sieht teilweise vom ganzen Ort, oder von Großteilen des Ortes, sieht man auf die letzten Passagen mit Hausberg, Traverse, Zielschuss. Ja, es wirkt einfach sowas von imposant, wenn du es nur siehst. Und wenn man dann im Zielraum steht, auch wieder Jahr für Jahr, und sieht, wie sich diese Burschen da runterhauen, da denkst du wirklich, das sind lauter Geisteskranke. Wie kann man sowas in so einem Tempo nur machen? Die Beutels durch, die können sich kaum auf den Skiern halten. Ich bin übrigens schon ein bisschen im Winteroutfit, weil das kam überraschend, diese Sendung. Also ich mache mich jetzt dann trotz allem auf den Weg nach Kitzbühel. Freue mich drauf, wobei es wird halt ein ganz anderes Kitzbühel heuer sein als das, was wir alle gekannt haben. Ne? Ist also dein Kitzbühel-Outfit für dein Highlight? Nein, das ist nur für die Fahrt, sonst war es ein bisschen zu kühl. Aber ja. Danach kommt dann noch die dicke Jacke drüber. Da kommt dann die Kronejacke, mit der wir alle ausgestattet wurden. Wie gesagt, es wird heuer ein bisschen anders, also ich habe mich schon erkundigt. Selbst im Hotel können wir nur zwischen 17 und 19 Uhr Abendessen. Natürlich alles auch in Kitzbühel geschlossen. Mhm. Es wird ein bisschen für alle eine Herausforderung werden, weil ja, um 17 Uhr war ich dort in Kitzbühel normal noch nie mit der Arbeit fertig. Aber ich bin eher ein bisschen zu dick, wenn ich ein paar Tage weniger ist. Wobei in Kitzbühel möchte man nicht unbedingt darauf verzichten. Wie wird es, glaubst du, generell? Ich meine, jetzt kommt auch Schladming nach dem Hahnenkamm-Wochenende. Wie wird das ohne Zuschauer? Das sind ja eigentlich Rennen, wo Zuschauer nur so hinströmen. Natürlich, vor Ort wird es höchst eigenartig werden. Aber ich habe mir das jetzt bei den letzten Rennen gedacht. Im Fernsehen hat der Skisport einen großen Vorteil gegenüber dem Fußball, weil man bekommt, wenn die Regie entsprechend ist. Und jetzt zum Beispiel in Flachau hat der Michi Kögler vom ORF das glänzend gemacht. Man bekommt eigentlich über weite Teile einer Fahrt gar nicht mit, dass keine Zuschauer da sind. Das ist im Fußball natürlich ein bisschen anders, wo ständig die Geräusche und die Fangesänge fehlen. Aber sie spielen auch im Flachau zum Beispiel immer wieder Musik und so weiter ein. Also es wirkt im Fernsehen gar nicht so schlecht. Vor Ort wird es natürlich eigenartig sein, weil in Kitzbühel waren schon bei jedem Training ein paar tausend Leute. Ja. Letztes Jahr waren noch Zuschauer mit dabei und da hat sich ein Österreicher den Sieg auf der Streif geholt, Matthias Mayer. Und die legendäre Siegesfahrt 2020, die wollen wir jetzt noch einmal miterleben. Man macht die 3 Vollgas! Vollgas! Die Erwischer hier, die Ausfahrt,
Peter, nicht nur Arnold Schwarzenegger, sondern auch du warst letztes Jahr mit dabei. Wie war dieser Moment? Ja, war ein unglaubliches Rennen. Ich glaube, der Vincent Griechmeier und der Beat Feutz haben sogar Ex-Equo geführt. Man hat gedacht, dass das alles gegessen ist. Und dann kommt der Matthias, legt dort eine Fahrt hin, wo man jede Sekunde den Atem angehalten hat, weil das so gefährlich und so brutal ausgeschaut hat. Der Matthias fährt immer Schräglagen, über die man nur staunen kann, wo immer bei mir zumindest ein bisschen, ja, ein banges Denken dabei ist. Mulmiges Gefühl. Mulmiges Gefühl. Weil denke ich mir, schafft der Bursche das jetzt? Dort hat er es exzellent geschafft. Hat, wie gesagt, sicher einer seiner größten Siege, neben den beiden Olympiasiegen natürlich, die er schon feiern durfte. Und danach war die ganze Nacht in Kitzbühel die Hölle los, was der, wenn ein Österreicher durch die Abfahrt gewinnt. Also man konnte durch die Straßen nicht gehen, es waren nur rot-weiß-rote Fahnen. Ja. Bei der Siegerehrung das riesige Feuerwerk. Werde ich ein bisschen wehmütig, wenn ich daran denke, weil heuer, wie gesagt, werden wir das zumindest Letzteres in dieser Form alles nicht miterleben können. Ja, trotzdem würde ich mir wünschen, wenn einer von unseren Burschen da wieder die Abfahrten oder auch den Super-G gewinnt. Was traust du ihnen zu? Also ja, Matthias und auch der Vincent Griechmeier, die zählen in allen drei Rennen zu den absoluten Top-Favoriten, sind auch in großer Form, haben in Bormio einen Doppelsieg gefeiert. Alles möglich und wir werden dort schon Grund zum Jubeln haben, auch wenn wir nicht feiern können, weil wir nicht dürfen. Das Jahr drauf dann aber wieder hoffentlich. Ich hoffe schon, wenn das neue Jahr geht, Kim, dann... Wir hoffen, dass es anders wird, drücken unserem ÖSV aus, aber in jedem Fall die Daumen. Und bevor wir ihn kommendes Wochenende auf der Streif sehen, wollen wir ihn jetzt persönlich kennenlernen. In unserer Rubrik One Star, One Minute mit Matthias Mayer. Matthias Mayer, 30 Jahre, bin aus Kärnten, Doppel-Olympiasieger. Ich fahre Rennen, weil das einfach eine große Leidenschaft von mir ist. Von klein auf der Sport, der Wettkampf und natürlich das Skifahren draußen in der freien Natur. Es gibt nichts Schöneres für mich. Also meine ersten Schwünge sozusagen, ich war eigentlich immer nur hobbymäßig unterwegs. Ich habe immer Spaß gehabt. Ich bin am Anfang ein bisschen Snowboard gefahren. Ja, vor allem Freeski gefahren, im Wald umgefahren. Ja, ich habe mich so ein bisschen treiben lassen und später einmal habe ich gemerkt, ja, dass die Richtung Rennsport, dass mir das eigentlich am meisten taugt und dann habe ich mich da dafür entschlossen. Wie gesagt, es war immer so, dass mir der Spaß am Sport und am draußen sein und Natur ja, ganz wichtig war immer und ja, das möchte ich auch in Zukunft so verfolgen. Das Hahnenkamm-Wochenende findet zwar statt, aber ganz anders als gewohnt ohne Zuschauern. Wir können das Rennen zum Glück vor den Fernsehern mitverfolgen. Damit das für uns möglich ist, sind rund 20 TV-Stationen vor Ort, um die Rennen live zu übertragen. Für die Produktion des internationalen Signals ist Michael Kögler verantwortlich und er hat uns hinter die Kulissen mitgenommen. Herzlich willkommen im Übertragungswagen des ORF für die internationalen Skiübertragungen aus Österreich. Mein Name ist Michael Kögler, ich bin der Chefregisseur des ORF und ich darf Sie hier in diesem wunderbaren Übergang willkommen heißen. Von hier aus werden alle Bilder ausgewählt, die weltweit von den Skirennen in Österreich zu sehen sind. Wir haben bis zu 50 Kameras im Einsatz bei einem Rennen, zum Beispiel in Kitzbühel, oder als Minimum 25 Kameras bei einem Slalom am Semmering oder in Schladming beim Night Race. Hier treffen wir die Entscheidungen, welche Bilder auf Sendung gehen und weltweit zu sehen sind. Neben mir hier sitzt der Kollege Gernot Arendt, er ist der Bildmeister. Er drückt dann die Bilder, die wir auswählen und gibt diese auf Sendung. In unserem Rücken befinden sich die Kollegen, die die Slow-Mos betreuen, die Zuspielungen. Wir haben jede Kamera aufgezeichnet, um etwaige Fehler oder Stürze der Athleten aus jedem möglichen Blickwinkel zu zeigen. Das Schwierige beim Skisport ist es, einerseits die Steilheit bei einem Rennen darzustellen und andererseits den Speed. Wir probieren dafür auch Spezialkameras einzusetzen. Wir haben sehr oft bis zu 4 Kräne im Einsatz, um die Geländekanten abschwenken zu können und das dem Zuschauer
etwa zu vermitteln, was sich ganz besonders auf einer Piste tut. Besonders wichtig, um ein Skirennen auch für die Zuschauer zu Hause richtig darstellen zu können, ist es, einen großartigen Ton zu haben. Und das Knirschen und das Atmen der Athleten und die Reaktionen im Ziel zu vermitteln, auch um die Gesichter vor dem Start und die Schreie in den Starthäusern nach Hause zu transportieren und so wichtig die Emotionen mitzubringen. Ich hoffe, der Blick behind the scenes in den ORF-Übungen hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei den Skiübertragungen des ORF und bis zum nächsten Mal. Peter, ich glaube, ganz Österreich wird die kommenden Tage vor dem Fernseher verbringen, wenn wir schon nicht mit vor Ort dabei sein können. Auf was können wir uns freuen? Als abschließende Frage, deine Vorschau auf die kommenden Tage. Auf ein riesiges Spektakel. Du hast das schon angesprochen, der ORF betreibt dort einen Aufwand, was der immer mit Gegenhand, Kamera und so weiter und so fort. Und wenn man sich die Einschaltziffern bei den letzten Rennen, es war bei den Herren regelmäßig rund um 1 Million oder mehr schon, dann kann man sich vorstellen, was jetzt in Kitzbühel passiert. Also wir werden da gegen die 1,5 Millionen vielleicht sogar ein bisschen mehr gehen bei den beiden Abfahrten. Die Leute müssen alle zu Hause sitzen. Jetzt ist das natürlich noch mehr Abwechslung, als es sonst ist, wenn ich den Fernseher auftrage und diese Narischen da oben fahren sich. Na, es wird ein riesiges Spektakel. Ich wünsche mir nur, dass es ohne zu schwere Stürze oder ohne große Verletzungen vonstatten geht. Ich muss ehrlich sein, ich weiß jetzt noch nicht, in welchem Zustand die Streife ist. Mittwoch wird erst das Training gefahren, dann wissen wir mehr. Ja, wie gesagt, aber es wird ein Spektakel ohne Ende und ich freue mich drauf, auch wenn keine Fans dort sind. Ich freue mich auch drauf und sage vor allem jetzt danke für deine Zeit. Bitte gerne. Danke, dass du heute mit dabei warst. Das war es nämlich auch schon wieder von der zweiten Folge Steilhang, dem Ski Austria Magazin. Und wir verabschieden uns jetzt mit Bildern, die nochmal so richtig Vorfreude auf Kitzbühel machen und sicher auch bei Ihnen für Gänsehautmomente sorgen. Bis zum nächsten Mal bei Steilhang.